Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Chess Ultra. Wir sind hier beim Schlagen der Figuren und wir fangen doch gleich mal mit dem Turm an. Im letzten Part hatten wir das Ziehen der Figuren und falls ihr da noch Fragen zu habt, schaut euch den letzten Part an. Denn sonst werdet ihr hier ein paar Probleme haben. Okay, starten wir, um eine gegnerische Figur mit ihrem Turm zu schlagen. Ziehen Sie ihn auf das Feld, auf dem die gegnerische Figur steht. Wir haben hier Figuren auf D5, A4, F4 und auf D1 stehen. Und unsere steht auf D4, wie wir gerade sehen. So, Türme können nur vorwärts, rückwärts, nach links oder rechts ziehen. Und sie können keine Figur überspringen. Wie im letzten Part gelernt, Türme können nur senkrecht und waagerecht ziehen. Das heißt, von ihrer Position aus nach links, nach rechts, nach oben, nach unten und das bis zum Ende des Brettes, außer es stehen gegnerische Figuren im Weg oder eigene. Suchen Sie immer nach Gelegenheiten, Ihre Türme auf offenen Linien zu positionieren. Eine offene Linie ist eine Linie, auf der keine Bauern stehen. Es gibt auch halboffene Linien. Das sind Linien, wo nur ein Bauer von jeweils einer Spielfeldseite steht. Versuchen Sie, eine der Figuren auf dem Brett mit Ihrem Bauern zu schlagen. Ich habe einen Turm. Ich habe einen Turm, Mann! Das ist kein Bauer! Ich hätte nicht lesen sollen. Wir schlagen die Dame, weil die Dame die teuerste Figur auf dem Brett ist. Ziemlich viele Übersetzungsfehler. Der Großmeister hat übrigens 1800. Schlagen 2, der Läufer. Um eine gegnerische Figur mit einem Läufer zu schlagen, ziehen Sie Ihren Läufer auf das Feld, auf dem die gegnerische Figur steht. Wie auch bei dem Turm ist das gleich. Das war übrigens bei jeder Figur gleich. Denken Sie daran, Läufer können sich nur diagonal bewegen und sie können nicht über Figuren springen. Wie bei dem Turm kann auch der Läufer nicht über eine Figur springen. Und der Läufer bewegt sich diagonal im Gegensatz zum Turm. Ja, der Läufer ist hilfreich in offenen Positionen auf langen Diagonalen, aber weniger nützlich, wenn er blockiert ist. Das stimmt, der Läufer ist in offenen Stellungen gut und der Springer dafür in geschlossenen. Wir schlagen wieder die Dame raus, denn die Dame ist die teuerste Figur auf dem Brett. Die Dame, oh weia, jetzt ist das Brett schon ein bisschen voller hier. Und warum hat Schwarz einfach mal zwei Damen, zwei Läufer, zwei Türme? Alles klar. Um eine gegnerische Figur mit einer Dame zu schlagen, bewegen Sie Ihre Dame auf das Feld, auf dem die gegnerische Figur steht. Das ist, wie gesagt, bei jeder Figur gleich. Denken Sie daran, die Dame kann in jede beliebige Richtung ziehen, aber keine Figur überspringen. Denn die Dame ist Läufer und Turm in einem. Sie kann diagonal, waagerecht und senkrecht ziehen. Und kann auch wie Läufer und Turm keine überspringen. Das steht ja auch da. Die Dame ist eine sehr starke Figur. PS. Sie ist die stärkste Figur. Sollte aber zu Beginn der Partie vorsichtig gezogen werden. Wenn die ersten kleineren Figuren geschlagen wurden, wird die Dame erheblich stärker. Das stimmt, die Dame ist in offenen Stellungen sehr gut. Königsgambit oder so. Mhm. Ja, wir schlagen jetzt hier eine Dame raus. Sie haben Schlagen 03 abgeschlossen. Yay. Der König, oha. Steht im Schach übrigens. Ich kann gar nicht jede schlagen. Um eine gegnerische Figur mit einem König zu schlagen, sollten Sie Ihren König auf das Feld bewegen, auf dem die gegnerische Figur steht. Das haben wir ja schon. Denken Sie daran, dass der König in eine beliebige Richtung, aber nur ein Feld weit ziehen kann. Also er kann einmal um sich herum ziehen. Bei der Öffnung und im Mittelspiel ist es sehr wichtig, den König abzusichern. Unzählige Partien wurden verloren, selbst von sehr guten Spielern, die diese einfache Regel vergaßen. Oh ja. Ja, wie man sehen kann, kann ich nicht auf jedes Feld schlagen, denn die Bauern decken sich gegeneinander, was wir noch im nächsten Dings-Tutorial-Teil bekommen werden, wie die Bauern schlagen. Die Bauern decken, schlagen, laufen immer vorwärts,
Schlagen aber diagonal. Und das um ein Feld. Deswegen, also die Bauern laufen von der 8. Reihe, also von hier oben nach unten. Das heißt, wir stehen erst einmal im Schach von C5 und E5 und C4 und E4 werden gedeckt von D5. Diese beiden decken aber auch wiederum D3. Weshalb ich diese drei auch nicht schlagen kann. Wir schlagen jetzt einfach mal den. Der Bauer. Das habe ich ja gerade schon erklärt, aber jetzt kommen wir nochmal den Text dazu. Bauern haben besondere Regeln. Wenn es um das Schlagen gegnerischer Figuren geht. Punkt. Oh, da war ein Punkt. Ja, die haben besondere Regeln. Bauern schlagen durch einen diagonalen Zug um ein Feld nach vorn links oder vorn rechts. Der Bauer ist die einzige Schachfigur, die anders als mit seinem normalen Zug schlägt. Ja, wie man hier sehen kann, der Bauer kann ein Feld vorgehen oder zwei Felder vorschlagen. Ich hätte das anders gemacht an der Stelle. Ich hätte auf D5 eins hingestellt und auf C5 oder auf E5, weil so wird der Unterschied nicht ganz klar. Der Springer. Um eine gegnerische Figur mit einem Springer zu schlagen, sollten sie ihn zu dem Feld bewegen, auf dem eine gegnerische Figur steht. Das hatten wir ja schon tausendmal. Denken Sie daran, Springer bewegen sich in einer L-Form und können über andere Stücke hinwegspringen. Springer sind dann nützlich in blockierten Positionen und sie sind am besten, wenn sie nahe dem Zentrum stehen. Das stimmt, da gibt es auch einen Leitsatz für. Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Das ist ein Zitat aus Fritz und fertig. Und ich hoffe, ihr erinnert euch noch alle daran. Versuchen Sie, eine der Figuren auf dem Brett mit Ihrem Springer zu schlagen. Dann nehmen wir doch die Dame. Mein Leitsatz für den Springer ist, zwei von sich weg, eins nach links und eins nach rechts zu gehen. Das ist aber alles Übungssache. Ja, das waren die Schlagen, das Schlagtutorial von Chess Ultra. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls noch Fragen sind, schreibt die einfach in die Comments. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder, wenn es mit den Grundlagen weitergeht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Haut rein und ciao.